drehe gleich noch ein Video in Folge ab, und zwar das Aufgebraucht-Video für den Monat Juli. Ich zeige euch alle Kosmetikprodukte, die ich im Juli aufgebraucht habe. Und ja, es sind in diesem Monat einige gewesen. Fangen wir an mit einer Handcreme von Altera. Das ist die Naturkosmetikmarke von Rossmann. Und zwar ist es eine Handcreme für sehr trockene Haut mit Granatapfel und Aloe Vera. Als ich die Creme gekauft habe und daran geschnuppert habe, fand ich den Geruch lecker. Als ich dann aber daheim war und die Creme aufgetragen habe, fand ich den Geruch absolut unausstehlich. Ich war trotzdem ganz tapfer und habe die Creme aufgebraucht. Für sehr trockene und beanspruchte Hände kann ich die Creme nicht empfehlen. Unabhängig jetzt von dem Geruch, das ist ja immer Geschmackssache. Aber ja, meine Hände sind wirklich sehr trocken und werden auch sehr schnell rissig. Als ich angefangen habe, die Creme zu benutzen, war es tiefster Winter und meine Hände waren wirklich sehr, sehr rissig. Und die Creme hat leider nicht geholfen. Also meine Hände sind weiterhin trocken und rissig geblieben. So jetzt für normales Wetter, also jetzt für Sommer oder wenn ihr nicht so empfindliche Hände habt, dann ist es okay. Aber ja, ich kann die Creme leider nicht empfehlen. Zum einen, weil der Geruch wirklich furchtbar war. Aber das ist Geschmackssache. Ich mochte ihn nicht und habe mich bis zuletzt nicht daran gewöhnt. Und zum anderen eben, weil die Creme nicht den Pflegeeffekt hatte, den ich erwartet habe, weil da eben auch noch für sehr trockene Hände steht. Die wurde mir aber von euch empfohlen. Von dem her scheinen einige oder viele von euch die gut zu finden. Deswegen ja, sind meine Hände vielleicht einfach nur besonders trocken und brauchen wirklich ganz, ganz extreme Pflege. Aber ich denke, wenn ihr normale Hände habt, die nicht so schnell rissig werden, dann ist die Creme bestimmt gut. Aber ihr müsst den Geruch mögen. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Im Juli habe ich zwei Nivea-Creme aufgebraucht. Einmal die große Nivea-Creme, die ich immer neben meinem Bett habe. Und einmal meine kleine Nivea-Creme. Hier kommen gerade die Staubflusen raus, weil ich lage die Sachen, die ich leer gemacht habe, immer oben auf dem Schlafzimmerschrank in so einer Kiste. Den ganzen Monat über, damit ich es euch dann am Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats zeigen kann. Und ja, da staubt das alles ein bisschen ein. Und dann eben noch einmal meine kleine Nivea-Creme, die packe ich mir immer in die Handtasche. Die kleine Größe habe ich auch immer an meinem Schreibtisch stehen, weil ich ja Nivea-Creme liebe und absoluter Nivea-Junkie bin. Und ja, in diesem Monat habe ich zwei aufgebraucht. Die hatte hier so ein süßes Design mit einem Herz. Dann habe ich im Juli ein Deo aufgebraucht. Das ist ebenfalls von Nivea Pearl & Beauty. 48 Stunden lang halt. Ich habe das Deo schon ganz oft nachgekauft. Ich finde es ein wirklich gutes Deo. Ich kann euch das empfehlen. Hat einen sehr dezenten Geruch, den man fast nicht merkt, riecht auf jeden Fall sehr gepflegt und sauber. Und natürlich, was das Wichtigste ist, die Wirksamkeit, und die ist auch gut. Dann habe ich eine Zahncreme leer gemacht, die ist von Frisco-Dent Kräuter. Keine Ahnung, woher man die Zahnpasta bekommen kann, die hat mir mal meine Mama mitgebracht. Ja, sie war okay, ich mag aber generell lieber Zahnpastas mit Pfefferminzgeschmack, deswegen, ja, ich habe sie halt benutzt, aber ist jetzt nicht meine Lieblingszahnpasta, und abgesehen davon, dass ich nicht weiß, von woher sie ist, würde ich sie auch nicht nochmal nachkaufen. Aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem, weil ich sie eben leer gemacht habe im Juli. Leer gemacht habe ich auch von Elkos die Cremeseife in Honig und Milch. Das ist einfach nur eine Handwaschlotion. Ich mag meistens am liebsten Honig und Milch. Und ja, leer. Dann kommen wir zu etwas, was ich auch eigentlich fast jeden Monat leer mache. Und zwar von BB die 3-in-1 Reinigungstücher für empfindliche und trockene Haut. Damit schminke ich mich immer ab. Deswegen jeden Monat eine Packung. Und dann kommen wir zu einem Duschgel. Ich habe von Balea die Dusch- und Creme leer gemacht. In der Duftrichtung Kokos und Nektarine. Ich mag ja eigentlich keine fruchtigen Düfte. Und das Duschgel riecht sehr, sehr, sehr intensiv nach Nektarine. Von dem Kokos riecht man nicht unbedingt so viel raus. Also ich rieche eigentlich vorrangig Nektarine, und dann kommt vielleicht mal ganz langsam so im Hintergrund der Kokos zum Vorschein. Aber die Nektarine überdeckt wirklich alles. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von fruchtigen Düften, aber für den Sommer dachte ich, wäre das vielleicht jetzt ganz gut. Ich mochte das Duschgel auch am Anfang wirklich gerne, auch vom Geruch her. Aber nach einer Zeit hatte ich es dann einfach über und ich mochte dann den Nektarinenduft auch nicht mehr so gerne. Ist aber ansonsten ein gutes Duschgel, lässt sich gut verteilen, schäumt gut auf. Und wenn man den Geruch mag, dann ist es auf jeden Fall
etwas für den Sommer. Aber mir war das am Ende zu künstlich und zu aufdringlich und zu intensiv. Aber ja, wie gesagt, wenn man den Duft mag, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Duschgel. Und die Duschgele von Balea kosten ja auch immer nicht viel und die haben auch immer ganz tolle verschiedene Duftrichtungen. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ob das was für einen ist. Aber wie gesagt, es riecht weniger nach Kokos als nach Nektarine. Ich habe von Dr. Hauschka mein Seidenpuder leer gemacht. Ich habe das immer als Trockenshampoo für meine Haare verwendet. Finde ich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ist ein bisschen teurer, aber ja, ist wirklich gut und auch vom Geruch her, es riecht nach Puder und nicht so wie die meisten anderen Trockenshampoos, dass sie irgendeinen sehr intensiven Duft haben, der einen dann die ganze Zeit in die Nase zieht. Das war nämlich mein Problem, was ich mit Trockenshampoos hatte. Deswegen kann ich das wirklich sehr gut empfehlen. Die Haare werden dadurch auch sehr griffig und sehen fülliger aus. Und oftmals sehen die damit sogar noch besser und schöner aus als am ersten Tag, weil sie einfach mehr Struktur haben und fülliger sind. Gerade bei meinen fallen Haaren macht sich das dann schon etwas bemerkbar. Also kann ich euch wirklich empfehlen als Trockenshampoo. In so einer Flasche sind jetzt 50 Gramm, und ihr kommt damit wirklich lange aus. Von diesen normalen Trockenshampoos, ich weiß jetzt nicht, wie viel da in der Flasche drin sind, aber die waren immer innerhalb kürzester Zeit leer und das ja, wird dann auch kostspielig, auch wenn so ein Trockenshampoo vielleicht nur 1-2 Euro kostet, aber wenn man das dann hochrechnet, wie viel man in einem Monat brauchen würde, dann habt ihr davon auf jeden Fall mehr, auch wenn das auf einmal mehr kostet. Die Hasen machen gerade drüben im Wohnzimmer Radau. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Und das hält auch ein paar Monate. Also das ist wirklich sehr gut. Steht auch hinten drauf, dass man es als Trockenshampoo benutzen kann oder als Körper- und Fußbutter, sanftes Deo bei Juckreiz und zur Babypflege. Aber wie gesagt, ich habe es als Trockenshampoo verwendet. Da mir das ja in diesem Monat ausgegangen ist, kam es mir sehr, sehr, sehr gelegen, dass ich von einer Abonnentin eine kleine Probe von einem Trockenshampoo geschickt bekommen habe. Und zwar ist das von Batiste, ein Trockenshampoo in der Duftrichtung Sherry. Und ich kenne die Marke nicht, also ich habe die bei uns noch nie gesehen. Das ist von allen Trockenshampoos, die ich hatte, wirklich das beste Trockenshampoo. Wenn man es aufsprüht, es riecht nach Kirsche, aber der Duft verfliegt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil ich will nicht die ganze Zeit so einen künstlichen Duft in der Nase haben. Und ja, wie gesagt, also im ersten Moment riecht es nach Kirsche, aber sobald ihr das dann in die Haare eingearbeitet habt, ist der Duft weg. Zumindest war es bei mir so der Fall und deswegen mochte ich das sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass mir die Abonnentin das geschickt hat und es kam wirklich genau passend, weil das Seidenpuder von Dr. Hauschka war leer und in ihrem Päckchen war eben das hier drin und deswegen habe ich das jetzt benutzt. Ist sehr schnell leer gegangen, da waren jetzt auch nur, wie viel war da drin, 50 Milliliter? Achso, da sind 50 Gramm drin, ja. Da sind, ja, okay, kurze Verwirrung. Also da sind 50 Milliliter drin und ja, das ist halt nur so eine kleine Größe, aber ich fand es wirklich gut. Ich weiß allerdings nicht, von woher man die Marke bekommen kann, wo es das gibt. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das mal unten in die Kommentare schreiben. Und schreibt mir mal, welches Trockenshampoo ihr am liebsten benutzt, wenn ihr Trockenshampoos verwendet. Vielleicht ist da ja was für mich dabei und ihr könnt mir was empfehlen. Okay, dann waren das alle Produkte, die ich im Monat Juni aufgebraucht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!